Also, wir stehen jetzt hier am Lidl-Platz und haben unser erstes Schmuckstück angebracht. Das erste Giftböckchen. Für eine Giftbox hat es noch nicht gereicht, die Kapazitäten sind noch nicht da. Aber wir wollen uns herantasten mit einem kleinen Giftböckchen. Und sieht folgendes. Ja, in diesem 60 auf 30 auf 30 Kasten kann so allerhand Kleines untergebracht werden, wie zum Beispiel eine nicht mehr genutzte Fahrradtasche, ja, oder eine Taschenlampe. Hier kann sich jeder frei fühlen und reingreifen, was herausnehmen, was reingeben, was da lassen und für den nächsten eine kleine Überraschung parat halten. Die Idee kam uns, oder die Inspiration, wenn du da hier rüber schwenkst, kam vom Bücherschrank, den es jetzt schon seit mehreren Jahren in Karlsruhe gibt, der unheimlich Anklang findet. Und wir haben uns gedacht, warum soll man das Ganze auf Bücher beschränken, wenn man nicht